herzlich willkommen. Ich begrüße euch auf unserem RC-Modellbau-Labertal-Channel. Irgendwann ist es soweit, irgendwann ist der erste Vlog, irgendwann ist der erste Podcast und heute ist es soweit. Ich befinde mich hier in Sulzbach-Rosenberg auf der Fasti. Ich bin schon die letzten 5 Jahre mit dabei gewesen. Es ist immer eine tolle Veranstaltung und weil ich gerade Zeit habe, darf ich euch gerne ein bisschen was erzählen. Zu meiner Person, ich bin der Tobias, ich bin Mitgründungsmitglied vom RC-Modellbau Labertal. Wir sind in Schilling, wir haben ein eigenes Häusl mit Außengelände, ungefähr um die 1000 Quadratmeter Platz zum Spülen draußen und drinnen ein bisschen einen kleinen Parcours mit 100 Quadratmeter, aber das ist hauptsächlich für die Winterzeit gedacht. Ein paar Fragen hat es gegeben über mein neues Modell, über meinen Damper. Immer wieder taucht die Frage auf, was ist das wie ein Modell? Es ist kein Original nachempfunden, das kann ich gleich sagen. Es handelt sich nämlich um ein Tonka-Sandkasten-Spülzeug. Das Spülzeug, das kommt aus Amerika. Das hat damals mein Onkel schon in den 70er Jahren von meinem Uropa gekriegt. Der stammt aus Amerika. Der hat regelmäßig Spülsachen rübergeschickt auf Deutschland, die wohl in Deutschland recht kostspielig und teuer waren. Das im Gegensatz dazu in Amerika günstig waren. Und da hat er ab und zu was rübergeschickt und da war auch der Tonka mit dabei. Und weil mir der meine ganze Kindheit und auch die Kindheit von meinem Onkel begleitet hat, habe ich mir gedacht, der hat ein zweites Leben verdient. Wir machen ein RC-Modell draus. Und so wie man sieht hinter mir und wie man auch in die Videos sieht, mittlerweile funktioniert er recht gut. Angetrieben wird er von 4 Brushless-Motoren auf Planeten getrieben. Zusätzlich dazu habe ich noch eine Hydraulikanlage eingebaut, die wo das Lenken übernimmt und das Kippen. Da habe ich eine Jungpumpe genommen, habe die ein bisschen gekürzt, habe ein Planetengetriebe drauf gebaut, einen Brushless-Motor dran gemacht. Das war es dann im größten Teil eigentlich schon. Ein Ventilblock, da ist ein 2er-Ventilblock drin fürs Kippen und fürs Lenken. Und den habe ich zum Beispiel mit dem Christian selbst gefertigt. Das ist unser erstes Ventil, das wir probiert haben. Funktioniert sehr gut. Hat zwar lang gedauert, bis wir das Stadium erreicht haben, dass die Qualität passt, dass dauerhaft funktioniert, dass dicht ist. Aber ihr wisst ja selber, wie das oft ist, wenn man so ein Modell baut oder auch Teile für ein Modell baut. Es gibt Rückschläge, aber jetzt haben wir es geschafft, die Ventile funktionieren. Dann war noch eine Frage, wie viel Leistung hat eigentlich dein Modell? Die Frage kann ich relativ einfach beantworten. Es sind 5 Brushless-Motoren verbaut mit jeweils 170 Watt. 4 davon sind zuständig für den Antrieb und eine für die Hydraulikpumpe, sprich Lenken und fürs Heben und Senken der Mulde. Ja, viele werden sich denken, ja Tobias, braucht das Modell wirklich so viel Leistung? Das ist doch immer noch ein Modell im 1:14,5er Maßstab. Da weißt du doch mit auch kleinen RB-Motoren auskommen. Ja, stimmt, vielleicht. Aber es heißt ja auch Funktionsmodellbau und deshalb steht bei mir die Funktion im Vordergrund. Es hat nicht passieren sollen, dass mein Modell im Gelände irgendwo festhängt und ein Rad sich nicht dreht, weil zu wenig Leistung ist. Lieber geht es durch und generiert keinen Vortrieb, weil es durchgeht, als wie, dass das Rad stehen bleibt und keinen Vortrieb generiert, weil zu wenig Leistung anliegt. Natürlich ist es auch immer ein Kompromiss. Scale mäßig bauen, okay, das Modell hat kein Vorbild nicht, also werde ich es bauen, so wie es mir passt. Mir passt es recht gut, muss ich sagen. Ihr könnt ja gerne einen Kommentar da lassen, wie es euch gefällt, kann man vielleicht noch was verbessern am Modell. Beleuchtung habe ich mittlerweile auch eingebaut an der Front, 4 Arbeitsscheinwerfer sind da angedeutet an dem Modell, an dem Spielzeugmodell, an dem Blechspielzeugmodell, muss ich sagen, und das habe ich auch umgesetzt. Leider habe ich jetzt gerade keinen Akku nicht in meinem Damper drin, deshalb kann ich es eigentlich auch nicht sagen. Aber ihr seht es ja auch in den anderen Videos, wie das Licht an ist vom Damper. Vielleicht mache ich am zentral hinten in der Mitte einen Rückfahrscheinwerfer, so wie es in echt auch oft ist. Bei Dampern, die 24 Stunden am Tag in irgendwelche Minen arbeiten müssen, die brauchen ausreichend Beleuchtung. Vielleicht auch hinten am Dach noch einen Arbeitsscheinwerfer, dass der Baggerfahrer besser in die Mulde reinsickt. Aber das sind hauptsächlich lauter Spülereien, die wo für mich relativ unwichtig sind. In erster Linie
muss das Modell standsicher sein, dass beim Kippen nicht umfällt, absolut geländegängig sein. Ich glaube, im letzten Video sieht man es auch, dass die Steigfähigkeit von dem Modell, dass der Grip, den es entwickelt, absolut ausreichend ist. Mehr geht natürlich immer, brauchen wir gar nicht drin. An die, die jetzt in die Kommentare schreiben, mein Modell fährt einen voll steilen Böschungswinkel. Aber ich sage euch auch gleich, ich habe auch nicht ausprobiert, wie viel Steigungswinkel das geht. Vielleicht kommt es in einem anderen Video noch irgendwann, dann testen wir mal, wie viel das maximal geht. So viel zu dem Damper. Meine Raupe, die stelle ich vielleicht anders mal vor. Ein Christian, seine Modelle werden bestimmt auch kommen. Der ein oder andere, der kennt seinen großen Backer, seinen großen Lieber, seinen 9150, die große Komatsu-Raupe. Der Christian hat noch mehrere Modelle. Bis jetzt alle im Maßstab 1 zu 14,5 bzw. 1 zu 13,8. In Zukunft werden wir aber auf 1 zu 10 weitermachen. Das heißt nicht, dass 1 zu 14,5 ausstirbt bei uns. Aber wir haben einfach erkannt, der größere Maßstab bringt Vorteile mit sich. Das Material ist einfach im Maßstab 1 zu 1. Das, wo wir bewegen und das, wo wir auch bewegen wollen, wir wollen nicht mit Spielerde spielen, sondern wir wollen mit gewachsenen Böden im Garten draußen spielen können, da der Spielspaß auch im Vordergrund steht. Und da haben wir einfach gemerkt, dass der größere Maßstab von den Modellen einfach besser zum vorhandenen Material, das, wo man draußen in der Natur und im Garten findet, passt. Ich für mich werde einen Dreiachser Kipper-LKW bauen, einen MAN F90. Da habe ich ein ganz seltenes Führerhaus gekriegt. Die Chance möchte ich mir nicht entgehen lassen und möchte ein tolles Modell zaubern. Der Christian, der baut einen 79, wie man auch schon in manchen Videos sehen kann, die ersten Tests vom Laufwerk, die ersten Tests von der Hydraulikanlage, die sind schon gelaufen. Es ist natürlich noch ein weiter Weg. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch am CAD-Zeichnen vom Rahmen. Aber es wird sicherlich die nächste Zeit wieder was Neues geben und das werde ich dann auch präsentieren. Ich bedanke mich recht herzlich, dass meine Videos so schaut. Ich hoffe, dass mal einen netten Kommentar da lasst. Natürlich könnt ihr auch Kritik da lassen, wenn es was zum Verbessern gibt. Ich bin der letzte Mensch, der was da nicht mit sich reden lasst. Wenn ihr einen Wunsch habt, wenn ihr was sehen wollt, wenn ihr was wissen wollt, fragt es, schreibt es in die Kommentare. Haut ein Abo rein, dann versammt es auch nicht, wenn das nächste Video kommt. Also, vielen Dank. Ciao.